Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir uns hier in Accordia erspielen können, wenn wir denn ein wenig geduldiger sind. Und zwar sitze ich hier schon drauf, dieses Mount schimpft sich gezähmter Zerfleischer. Und wer das herbekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Den gezähmten Zerfleischer bekommen wir über eine Ruffraktion. Und zwar schimpft sich die einmal der Archivar-Kodex. Und diese Ruffraktion hat ja schon ein Mount, das ich euch gezeigt hatte bei einem der letzten Videos. Jetzt geben wir das mal hier ein. Archivar-Kodex. Und dann sehen wir es. Da haben wir schon hier diese schöne Klingenschwinge bekommen, wenn wir denn auf der höchsten Rufstufe sind. Das ist einmal die Stufe 6, denn diese Ruffraktion ist anders als die meisten. Es gibt hier Stufen und nicht so wie bei den anderen, dass ihr freundlich, wohlwollend, respektvoll und dann ehrfürchtig werdet. Die Ruffraktion befindet sich hier einmal in Cortia und ihr müsst die freispielen. Heißt, ihr spielt die Cortia Intro Quest und dann müsst ihr euch ein bisschen hier durchs Gebiet questen. Und sobald ihr das getan habt, habt ihr dann hier in der Höhle bei den Koordinaten 61... 21 etwa einen NPC und bei diesem NPC könnt ihr dann verschiedene Sachen abgeben, die ihr hier in komplett Cortia euch erspielen könnt. Das Mount an sich bekommen wir nicht über den Ruf, sondern dann, wenn wir den Ruf auf maximaler Stufe haben, und zwar auf der Rufstufe 6. Wir kriegen es nämlich in der Paragon-Kiste. Die Paragon-Kiste funktioniert bei der Fraktion genauso wie bei den meisten anderen. Ihr haut den Ruf auf Max und dann könnt ihr 10.000 extra Ruf farmen, um dementsprechend nochmal immer eine Belohnung zu bekommen. Das ist dann die sogenannte Paragon-Kiste und aus dieser Paragon-Kiste besteht dann eine, ich sag mal, geringe Chance, einen Mount rauszubekommen. Hier ist es gar nicht so schlecht. Ich habe insgesamt 6 Kisten aufgemacht, 3 mit dem Account und 3 mit meinem zweiten Account. Heißt, nach 6 Kisten hatte ich tatsächlich meinen Mount gehabt. Ist jetzt für eine Paragon-Kiste tatsächlich eine relativ gute Bilanz. Ich habe das von anderen auch gehört, also ich war nicht nur einfach lucky, sondern da ist anscheinend die Drop-Chance schon über 10% von diesem Mount. Wie fahren wir das jetzt am effizientesten? Ich hatte euch ja beim anderen Mount vom Archivar-Kodex schon die möglichen Quellen für die Artefakte gegeben, aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier das Ganze nochmal ein bisschen an. Also, im Endeffekt gebt ihr diese katalogisierte Forschung quasi bei dem Typen ab und die bekommt ihr aus allen möglichen Quellen. Die erste Quelle ist einmal die Weekly Quest, die ihr hier oben annehmen könnt. Die könnt ihr öffnen. Dafür müsst ihr einfach einen Balken füllen und alle möglichen Aktivitäten hier abschließen. Dann solltet ihr die ganzen Daily Quests hier annehmen. Die bringen zwar Ruf für die andere Fraktion hier, ne, Dead Advanced ist das, aber sie geben auch oft katalogisierte Forschung und dementsprechend lohnt sich das tatsächlich auch, mal vorbeizugucken, die anzunehmen. Bei der anderen Ruffraktion gibt es nämlich auch einen Mount. Ihr seht, hier haben wir schon mal 2 epische Relikte, die wir kriegen. Das sind schon mal dann 300 katalogisierte Forschung zusammen. Also das bringt dann einiges Ruf. Ihr könnt so rechnen, 2 Forschung ist ein Ruf. Heißt, wenn ihr hier 300 bekommt, also 2 mal 150, dann habt ihr dementsprechend 150 Ruf. Das ist schon mal nicht schlecht. Wo bekommt ihr dann noch Ruf? Ihr habt hier tägliche Kisten, die ihr aufmachen könnt. Mit einem Add-on Handy Notes und Handy Notes Shadowlands werden euch die Sachen auch schön angezeigt. Dementsprechend die einfach holen. Dann könnt ihr die ganzen Kisten einmal abklappern. Da können die katalogisierte Forschung auch drin sein. Zusätzlich haben wir dann noch alle möglichen Rares. Die könnt ihr auch täglich einmal abfarmen und bekommt dementsprechend auch von diesen Rares diese Forschung. Zusätzlich haben wir hier noch Portale und mit diesen Portalen kommen wir in die Rissphase. Dafür brauchen wir einen reparierten Rissschlüssel. Den bekommt ihr einmal, wenn ihr die Rares und Kisten öffnet bzw. die Rares umhaut, können die einfach droppen, bzw. wenn ihr, ich glaube, Rufstufe 4 seid, dann könnt ihr euch die einfach auch bei dem Händler gegen wiederum die katalogisierte Forschung kaufen. Ihr solltet am besten dann auch einen Riss ranmachen. Im Riss sind nämlich dann auch nochmal zusätzlich ein paar Kisten und die haben oft auch relativ hohe Anteile von dieser katalogisierten Forschung dabei. Heißt, Dailies, Rares, Kisten in den Rift gehen, das mitnehmen. Dann könnt ihr zusätzlich noch einmal in den Schlund gehen und ja, gucken, ob ihr hier eine Daily Quest habt.
wenn ihr die Kampagne ein bisschen weiter gespielt habt, kriegt ihr nämlich hier Daily Quest. Und auch bei diesen könnt ihr dementsprechend manchmal Gold bekommen, manchmal Anima, manchmal Ruf, aber auch tatsächlich katalogisierte Forschung oder Anima. Dann gibt es hier noch eine zusätzliche Kiste, die hellgebundene Truhe. Da kann auch katalogisierte Forschung drin sein. Dann gibt es immer noch hier im Schlund quasi die Invasionen. Bei diesen Invasionen ist es so, dass ihr in der Endkiste, wenn ihr die Invasion durch habt, also im Moment ist zum Beispiel gerade die Nightfee-Angriff, auch in der Kiste katalogisierte Forschung drin sein kann, dann könnt ihr einmal pro Invasion quasi hier gestohlene Anima-Gefäße finden und dementsprechend dann auch da katalysierte Forschung rausbekommen. Es gibt übrigens auch noch verschiedene, ich glaube, es sind Minimum 2 oder es waren sogar 3 Kisten. Ich glaube, hier irgendwo eine und hier oben waren dann auch nochmal welche, die ihr in der Rissphase quasi auch im Schlund holen könnt. Wenn ihr Handy Notes und Handy Note Shadowlands drauf habt, dann müsstet ihr die auch sehen, sobald ihr in der Rissphase seid. Also da habt ihr dann auch nochmal eine Möglichkeit, zusätzlich Ressourcen herzukriegen. Diese ganzen Sachen könnt ihr quasi machen, um dann möglichst viel Ruf rauszuschlagen. Bei mir war es immer so, dass ich, wenn ich so meinen täglichen Rhythmus durch hatte, so 500 bis tatsächlich 1000 Ruf am Tag machen konnte. Ich habe jetzt nicht wirklich 100% jeden Rare mitgenommen, versucht alle Kisten abzuklappern, die Dailies zu machen und so viele Rares, wie es halt möglich war, mitzunehmen. Klar, man kann das noch ein bisschen erhöhen, wenn man wirklich jeden Rare mitnimmt. Blizzard hat schon angekündigt, dass mit 9.15 anscheinend die Rares öfter am Tag legbar sind und dass die auch mehr Ressourcen droppen und dann halt auch mehrmals quasi die katalogisierte Forschung lootbar ist. Ich kann euch jetzt dazu noch nicht sagen, als ich das Video hier aufgenommen habe, ist der Patch noch nicht live. Kann sein, dass das dann erst kommt, wenn der Patch schon live ist, dann könnt ihr hier die Sachen noch ausgiebiger farmen und das ein bisschen beschleunigen. Gut, mehr gibt es jetzt von meiner Seite aus hierzu nicht zu sagen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit helfen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, noch zusätzliche Quellen, dann schreibt die gerne in die Kommentare, um die Community zu helfen. Und sonst verabschiede ich mich an der Stelle. Drücke euch die Daumen, dass ihr relativ zügig aus eurem aus eurer Paragon-Kiste das Mount rauszieht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Guide wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.